Und oh, nein! Und jetzt? Ja toll, was soll ich machen? Nein, jetzt sitze ich hier fest. Das ist nicht euer scheiß Ernst jetzt. Nein, und da war die Plattform. Mit dieser funky Musik, würde ich mal sagen, machen wir weiter in Donkey Country. Und damit auch willkommen zurück. Und ich sehe schon, das hat eine Besonderheit. Licht an und Licht aus. Und hier auch gleich sogar einen neuen Gegner, so ein Schnapper-Bonus. Und hey, oh, hallo, Bonus. Apropos Bonus. soll ich mal sagen? What the fuck? Ich möchte dir mal so anmerken, ich habe den Controller nicht berührt. Ich habe nichts gedrückt. Wirklich gar nichts. Und er hat sich einfach selbstständig gemacht. The fuck? Okay. Das wundert mich jetzt sehr. Und oh Gott, da ist ja noch so einer. Alter, diese Gegner, ey. Die sind echt fies. Aber wenn man den Rückboss raus hat, dann sind die eigentlich sogar machbar. Sind die tatsächlich machbar? Ich warte jetzt erstmal, bis das Licht irgendwie aus ist. Und da ist der Schalter. Und zum Glück sieht man die Gegner wegen ihren weißen Augen im Dunkeln. Das hat schon mal einen enormen Vorteil. Aber dieses Level, ey, das ist echt nicht schlecht. Und oh Gott, da ist noch einer. Puh. Und okay, dann... Autsch. Shit. Jetzt muss ich aufpassen, weil ich habe jetzt nur noch Diddy. Und ich wollte gerade sagen, ein Checkpoint würde ich ungern verpassen. Und... Ah! Wenn das gerade nicht knapp war. Holy shit. Und okay, der Reifen ist zum Glück drauf. Und ist auch drauf geblieben, perfekt. Weil... Ja, da oben war kein Bonus? Was? Ich hätte gedacht, da ist ein Bonus versteckt. Aber anscheinend nicht. Falsch geschätzt. In Ordnung. Und oh. Ach nö. Jetzt habe ich diesen Geier mit dem Fass umgebracht. Ich wette, hier ist irgendwo ein Bonus in diesen Wänden hier. Safe. Aber ich gehe erstmal kurz zurück, um nochmal Licht anzuschalten, weil ich sehe hier gerade echt null. Weil da wäre ich jetzt definitiv in den Abgrund gelaufen. Und schön ausweichen, weil die brauche ich hier definitiv nicht. Und dann machen wir das und hüpfen hier ganz entspannt rüber. Aktivieren das hier. Welchen sind zum Glück den Gremlin ausgewichen. Und ist schön in Rhythmus mit. Und da ist doch was, oder? Komisch. Egal. Schau ich nochmal kurz zurück. Weiter um. War doch safe was, obwohl das war die Lampe. Na dann. Würde ich mal sagen, machen wir nochmal weiter. Den Zingern müssen wir natürlich jetzt ausweichen. Aber die Zinger sieht man eigentlich auch, also das sollte jetzt eigentlich kein großes Problem darstellen. Aber das Level an sich finde ich eigentlich ganz cool. Also die Idee dahinter ist nice. Man muss halt echt aufpassen. Wow. Das war jetzt gerade mehr als knapp. Aber ich sehe nichts. Ich will erstmal das Fass aktivieren. Obwohl, da geht's da rüber. Ja. Und oh. Nochmal Fass-Action hier. Okay. Aber mich stört es gerade, dass ich hier nur einen Bonus gefunden habe. Das fuckt mich hier gerade dezent ab. Aber, bam, weg mit dir. In Ordnung. Und hier haben wir ein Leben. Ja, cool. Und dann haben wir den Exit erreicht. Und hier wäre nochmal jemand gewesen, der uns eine Falle hätte stellen sollen. Aber wir haben ihn ausgetrickst. Nice. Da würde ich mal sagen, speichern wir mal bei Candy Kong. Weil mich würde echt mal interessieren, wie viel Prozent wir schon erreicht haben seit dem letzten Part. Und es sind 83. Wow. Das nenne ich wirklich mal wow. Und weiter geht's in Aero Chaos. Wie soll ich das Gefühl, dass ich irgendwie nach Mindel und... Wie komme ich denn da runter? Wie komm... LOL? Ich kann ihn nicht umbringen? Okay. Aber wie komme ich denn nicht dort runter, bitte? Muss ich da... Irgendwie... Stampfen? Irgendwie... The fuck? Da unten ist ja ein Fass. Und das ist ja ein Bonus. Ja, wie komme ich da runter? Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Wie soll ich denn da runterkommen, bitte? Das ist gerade echt eine Frage, die ich mir stelle. The fuck? Wie komme ich zum Bonus runter? Und DK! Oh Gott! Eins, zwei. Oh, das wäre jetzt fast knapp gewesen. Was hätten wir uns treffen lassen? Unnötig sogar noch. Na? Aber wir haben es zum Glück doch geschafft. Aber den Bonus, den merke ich mir. Aber mich wundert es wirklich, wie ich an den jetzt rankommen soll. Zieh du dich mal. Da kommt ja gleich der Nächste angerollt.
dann machen wir dich auch weg. So. Alles schön langsam. Nicht zu schnell spielen, nicht zu langsam spielen, sondern einfach das perfekte Tempo. Weil aktuell, muss ich sagen, der Skill in dem Part läuft. Also, ich komme echt gut zurecht. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg mit dir. Und oh Gott, das Zinger. Und nochmal. Und nochmal. Und das war gerade echt mehr Luck als Verstand. Ich habe es gerade echt null aufgeachtet, was vor mir kommt. Ich bin einfach durchgelaufen. So Augen zu und durch. Und nur nicht anhalten. Okay, machen wir dich hier weg. Und dann gehen wir weiter hier runter. Ah, die Musik hier finde ich so chillig. Und, nein, ich wollte das Ohm mitnehmen. Schade. Ich hätte echt gerne das Ohm mitgenommen. Aber es war mir nicht vergönnt. Weg mit dir. Mit dem Justin Bieber ebenso. In Ordnung. Holen wir uns noch das N. Leider haben wir das O uns nicht krallen können. Leider Gottes. Ich hätte es echt gern mitgenommen. Aber, naja, was soll's. Gehen wir dort runter. Dann haben wir hier wieder so einen Justin Bieber. Und dann haben wir hier so einen. Bam! Mit DK weg. Und du auch. Die können wir leider nur mit DK kaputt machen. Was ich halt jetzt durch das Spielen so erfahren habe. Aber das finde ich wiederum ziemlich cool, dass DK halt manche Gegner nur platt, dass nur er manche Gegner platt machen kann. Und hier war kein Bonus! Och Mann! Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass da ein Bonus versteckt ist und ich so, boah, Nonplus Ultra. Nein! Von wegen Nonplus Ultra. Das ist einfach nur Idiot. Scheiße! Da war kein Bonus versteckt. Da dachte ich einmal, ich bin schlau und mache ab den unnötigsten Tod aller Zeiten. Ich wette mit euch, ich hätte das selber verstrahlt. Obwohl, ich will nicht so selbstsicher sein, weil wir haben noch nicht mal das N erreicht gehabt. Aber trotz alledem, ein bisschen Selbstbewusstsein gehört doch auch dazu, oder? Oder? Mann ey, das kotzt mich jetzt gerade echt an. Ich hätte echt liebend gern das jetzt gehabt. Aber nein, das war mir ja nicht vergönnt, weil ich einfach ein Trottel bin. Unnötiger Fail, ist ohne Scheiß. Das war gerade echt unnötig. Aber in Ordnung. Habe ich hier noch so ein Festlein? Und, oh Gott! Okay. Und, oh, nein! Und jetzt? Ja toll, was soll ich machen? Nein! Jetzt sitze ich hier fest! Das ist nicht euer scheiß Ernst jetzt. Nein! Und da war die Plattform! Scheiße! Okay, Leute, ich schneide euch den Weg bis dorthin. Oh Mann, ey. Bis gleich. Yes. Okay. Jetzt bin ich wieder an dieser Stelle angekommen. Und du musst wieder abtimen. Und rüber. Perfekt. Nimm mir das fast wieder mit. Und du weg. Alter, das ist ja echt schwierig zu machen. Und nein! Oh, nein! Oh Gott. Scheiße! Ich hab's ruiniert! Ich trottel! Goddammit! Aber in Ordnung. Ich schneide euch wieder den Weg bis dorthin. Oh Gott, bis gleich. Okay. Bin jetzt hier und ich hoffe, hier ist irgendwie der Exit. Ja! Holy shit! Also das Level war schwierig. Das war wirklich schwierig. Aber okay, dann machen wir weiter mit Neckys Rache. Ist es der Boss? Ja. Und oh Gott, du! Du bist das! Okay, dann warten wir einfach mal ab. Und jetzt hat BAM schön auf den Kopf drauf. Eigentlich ist es gar nicht mal so schwer. Und oh, jetzt schießt jetzt zwei Nüsschen. In Ordnung. Aber an sich ist das Prinzip vom Boss ziemlich einfach. Ne? Einfach warten, bis es weit genug unten ist und dann einfach drauf. Und wieder den Nüsschen ausweichen. Was? Okay. Nein. Nein. Shit. Shit. Und nein. Fuck it. Okay. Dann würde ich sagen, nächster Versuch. DK. Und dann würde ich sagen, let's go. So, einen Hit haben wir schon mal. Und zweiter Hit auch. Yes. Und, oh Gott, das war jetzt der Schnabel. Und, wow. Alter, wie die Nüsse schießt. Hilfe. Das ist ja krank, wie schnell die ist. Und, und nochmal. Bam. Yes. Oder braucht die immer zwei Hits jetzt? Oh. Alter. Okay, Leute, ich stelle euch einen finalen Versuch rein, weil das sieht mir noch nach einer längeren Geschichte aus. Bis gleich. Ja. Oh mein Gott. Also, die war echt jetzt nicht einfach. Holy shit. Aber, okay. Geschafft.
Und dann geht's weiter zur Galionsplanke. Okay. Was haben wir hier? Oh mein Gott! Das Theme! Das kenne ich aus Smash! Voll cool! Und. Was? Kike! Was machst denn du hier? Warte mal, ist das hier schon das Finale? Nein, das wollte ich doch nicht! Ich wollte doch nicht das Finale! Oh mein Gott! Ja gut. Ja gut! Da würde ich an der Stelle sagen, verhasst das mit dem Part, weil wenn dort doch schon das Finale ist, was ich jetzt nicht gewusst habe, brauchen wir mit dem Lied noch nicht hingehen. Weil das möchte ich natürlich als allerletztes machen und zum Glück bin ich noch nicht weit in den Kampf gekommen. Also, lasst einen Like, einen Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen, sondern das nächste Mal, wenn wir in der Krimskrams GmbH und Affenkleinhöhle die ganzen Bonusse nachholen, weil dann müsste das dann gewesen sein an sich. Weil ein bisschen haben wir noch was vor uns. Also, bis dann. Und ciao. Und sorry für den kurzen Part, aber... Feine Boss soll noch nicht gemacht werden. Nee. Also, bye bye. Thank you.